Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Car Mechanic Simulator 2018. Wir brauchen einen neuen Auftrag, obwohl wir zum Ende ja noch einen angenommen hatten, aber da war dann wieder das Problem mit dem Stoßdämpfer, den wir nicht tauschen können. Das ist irgendwie noch ein Bug, der noch behoben werden muss. Und wieder so lange rumschrauben, ohne XP zu bekommen, habe ich gesagt, nein, nicht nochmal. So, hier ist ein Auftrag mit Auspuff. Ein schöner Sportwagen. Schön bunt zusammengewürfelt. Rauf auf die Hebebühne. Dann schauen wir uns den Kleinen mal an hier. Ein einziges Teil. Wenn das nur ein Auspuffteil ist, dann geht das relativ schnell. Vielleicht der Mittelschalldämpfer. Jawohl. So, Auspuff. Mittelschall. Montage und rein damit. Jo, so verdient man doch mal schnell XP. Mittelschalldämpfer getauscht. Über $50 Prämie für eine Minute. Und 126 XP, ey, alter Schwede. Ja, ein Auftrag noch, dann sind wir Level 14. Hier hätten wir ein Bandit mit Problemen mit den Bremsen. Machen wir mal wieder einmal Bremskontrolle. Vier Bauteile. Die können wir auch so finden. Da müssen wir nicht irgendwie eine Probefahrt machen. Schöner Bandit. Schauen wir uns noch mal an. So, Bremssattel ist in Ordnung. Bremsklötze sind defekt. Das heißt, wir können hier schon mal auseinanderbauen. Scheibe ist in Ordnung, die Abdeckung ist in Ordnung, Radnabe ist in Ordnung. Ja, okay. Können wir gleich wieder zusammenbauen. Es sei denn, wir haben keine Bremsklötze auf Vorrat. So, und auch da können wir gleich mal 5 Stück kaufen. So, jetzt haben wir noch welche mit 34 und 62%. Wir brauchen 51. Dann nehmen wir doch den mit 62. So, das war Nummer 1. Gehen wir mal rüber auf die andere Seite. Und vielleicht
Vielleicht ist er hier schon. Der Bremssattel sah auch nicht so schön aus. Nö, der ist noch in Ordnung. Was sagen die Klötze? Die sind auch in Ordnung. So, Schenkel ist in Ordnung. Radnabe ist in Ordnung. Lager auch. Bremsscheibe auch. Okay. Dann gehen wir mal nach hinten. Drei Teile müssen wir noch finden mit dem Bremsen. Bremsen könnte natürlich auch ABS-Modul sein, jetzt zum Beispiel. Oder Bremskraftverstärker. Das wäre auch noch eine Option. Das sieht alles gar nicht so kaputt aus hier. Gucken wir mal unter Motor. So, Bremskraftverstärker. Das ist der da. So, und doch irgendwo ein ABS-Modul hier. Auch mal gucken. Oh Mann, das war jetzt nur ein kleines Bremsenproblem. So, hier hatten wir ja schon geguckt. Hier war ja soweit alles in Ordnung. So, hier ist noch die Abdeckung. Oh, müssen wir Tatsache Diagnose machen. Irgendwas habe ich übersehen. Frage ist nur was. Und da machen wir Bremstest. 60% vorne. Ja. Gute 60% hinten. Aufhängung liegt auch bei 60%. Aber das war ja nicht das Problem hier. War ja eigentlich nur Bremsen. So, und wir haben ja kein Teil gefunden. Ah, das darf nicht wahr sein. Müssen wir Tatsache noch eine Probefahrt machen. Bei so einem lumpigen Bremsproblem. Ja, man sieht schon, Bremsenproblem. Beschleunigen kann gut. Kann man gleich wieder driften. Oh.
Jawohl, da haben wir die Teile doch gefunden. Die Bremsbacken. Die haben wir wohl irgendwie übersehen. Und ein Radbremszylinder. Okay. Hebebühne. Die Bremsbacken, das müsste ja hinten sein. Vorne sind ja Scheiben. So, die Bremstrommel. Ja, hier unter, da kann man natürlich dann nicht sehen. Da sind die Bremsbacken. Brauchen wir noch einen Radbremszylinder, wo der wieder ist. Ja, auch hier die Bremsbacken. Ach so, das ist ja der kleine hier oben. Mann, war der so kaputt, dass man den nicht gesehen hat. Nö, doch nicht. So, der ist es nicht, also muss es der andere sein. Jawohl, da ist er doch. Das sieht ja noch fast gut aus. Naja. 28%. Dann kaufen wir noch mal Bremsen. So, zwei Backen und einen Bremszylinder. Und die andere Seite natürlich auch noch. Nagelneue Backen, Bremstrommel und der Reifen. Das soll das jetzt alles gewesen sein. Doch eigentlich nur Pipifax. Aber wenn man dann die Teile nicht sieht, weil man erst vorher noch ein anderes ausbauen muss. Ja, dann dauert das natürlich mit der Suche. Aber wir sind Level 14 aufgestiegen. Können wir mal kurz gucken. Neue Sachen werden erst mit Level 15 freigeschaltet. Ja, und da müssen wir jetzt hinkommen. Sind jetzt 800 Punkte. Oh, ein Salem Spectre Fastback. Der Motor arbeitet ungleichmäßig. Den nehmen wir doch mal. So sieht er aus. Zwei Bauteile. Und die Karre startet nicht. Ein Bauteil. Der Motor arbeitet ungleichmäßig. Drei Bauteile. Wollen wir mal versuchen selber zu suchen. Mal wieder. So, Haube auf. Wieder so ein riesen Motor. Da müssen wir jetzt drei Teile finden. Sieht hier schon irgendwas extrem schlecht aus. Alles sehr verrostet. So, wir
könnten. So, nehmen wir mal. Ach, OBD geht nicht. Das ist ein altes Auto. Dann nehmen wir mal einmal Elektronik prüfen. Und da haben wir schon mal die Batterie gefunden. Die hat nur noch 18%. Oh, das ist zum ersten Mal, dass die Batterie hier hinüber ist. Jo, da gibt es nur eine einzige. So, das ist schon mal das. Das ist, weil die Karre nicht startet. Kann also die Batterie sein oder auch mal eine Zündspule. Motor arbeitet ungleichmäßig. Prüfen die Kabel, weiß nicht, die sehen glaube ich nicht mehr so schön aus, oder? 25%. Ja, die Zündkabel. Das war Fehler Nummer 1. Zündkabel V8. Können wir gleich kaufen. Zündkabel V8. Da haben wir sie. Jetzt noch eine Sache. Eine Sache. Zündspule. Zündverteiler. So, wir bauen mal eine Haube ab hier. Vielleicht haben wir ja Glück und nur eine von den Zündspulen oder Zündkerzen ist hinüber. Obwohl die Zündkerzen, die sehen wir ja von hier. So, müssen wir wieder mit Kipphebeln und so weiter. Ah, das kann dann wieder so ein blöder Ventilstange sein hier. Die können wir aber so jetzt gar nicht prüfen. Und von der Optik her, ob der jetzt ein bisschen Dreck oben dran ist oder nicht, ob der dann kaputt ist, Fragezeichen. Machen wir die andere Seite auf. Vielleicht nur einer von den Stangen kaputt. Wie soll man das jetzt beurteilen? Die sind ja alle hier ein bisschen schwarz. Ein Bauteil fehlt noch. Mann, ist das ärgerlich.
Ah, wir haben ja noch ein Druckmessgerät. Genau. Vielleicht haben wir damit ja Glück. Nee, damit kann man nur Kolben und Kurbelwelle und so weiter. Das ist alles in Ordnung. Kann man eine Zündkerze sehen, wenn die kaputt ist? 62%. 58, nochmal 58, 59. Zweiundfünfzig, 59 und 56. Oh Mann. So, welcher sieht denn jetzt hier am schlechtesten aus? Also der sieht nicht mal ganz so toll aus. Die haben alle immer so ein bisschen schwarze Flecken. Die beiden hier hinten haben zwei schwarze Flecken, zumindest von der Seite. Ist aber eigentlich nur noch ein Bauteil, was fehlt. Baut man wieder alles auseinander und dann ist es wieder was ganz anderes. So, was ist hier mit der Zündspule? Die hat noch 66%, die wird das nicht. So, bauen wir mal den Zündverteilerdeckel ab. Drin ist ja auch noch ein Bauteil. Und das sieht doch kaputt aus. Jawohl, der Zündverteilerläufer. Hui. Glück gehabt. Zündverteilerläufer für 20 Dollar ein Teil. Und da suchen wir uns halb kaputt. Gerade so in Erinnerung, da war doch noch irgendwas. Hatten wir nicht schon mal so ein Problem gehabt? Motor auseinandergebaut und nichts gefunden. So, dann können die Hauben wieder rauf. Sehr schön. Haben wir uns ja ein bisschen Zeit gespart. Haben wir hier nur umsonst abgeschraubt, genauso wie die Zündkerzen. Die müssen auch noch alle rein. So, Zündkerzen. Völlig umsonst auseinandergebaut. So, neue Kabel. Die waren ja kaputt. Und alles wieder eingebaut.
Klappe zu. Alle Fehler gefunden und ja, $170 Prämie. 103 XP. Dann hätten wir hier meinen kleinen Ölwechsel und wieder irgendwas mit Motor. Alle Probleme mit dem Motor. Ey. Da können wir wohl den ganzen Motor auseinanderbauen. Und das bei einem Allrad. Ja, können wir ja mal wieder machen. Wir haben ein Klopfen in der Motorkammer, ein Bauteil, dann Motorprobleme, 7 Teile, Ölfilter und neues Öl und Auto springt nicht an. Erstmal eine Testfahrt. Aber geht ja nicht, das Auto springt nicht an, also müssen wir das erstmal lösen. Vielleicht wieder nur so eine Kleinigkeit wie Batterie oder so. Oder die Drosselklappe. V6B. Die Drosselklappe V6B. So, gucken wir mal bei D. Drosselklappe V6B. Da haben wir sie. So, was sehe ich hier? Ja, hier ist doch irgendwie so ein Kraftstoffverteiler kaputt. Jawohl. So, können wir den so schon ausbauen? Ja, hervorragend. Den können wir sogar hier so ausbauen. Und was haben wir hier noch? Der Kühler. Diagnose können wir nicht prüfen. Der scheint aber auch kaputt. Kraftstoffverteiler I4B von Vierte. Das wäre das. Und dann würde ich mal sagen, da machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.